heute würde ich euch gerne das Buch Frau Sartori von Elke Schmitter vorstellen. Es handelt sich um einen Kurzroman mit kriminalistischem Rahmen dazu. Es spielt in den 50er, 60er Jahren in einer Kleinstadt in der Provinz. Es ist die Geschichte einer Frau, die zweimal in ihrem Leben von Männern, die sie sehr geliebt hat, sehr enttäuscht wurde. Beim ersten Mal handelt es sich um ihre Jugendliebe, die sie verlassen hat für eine Vernunftsheirat. Und beim zweiten Mal, nachdem sie schon geheiratet hat, aus Vernunftsgründen, beginnt sie eine Affäre mit einem Mann, für den sie vermutlich nur eine von vielen war und der sie dann auch verlässt. Die Erschütterung und das Unverständnis dazu führt zu einer Depression, zu einer kompletten Aufgabe ihrer selbst, bis sie sich am Ende des Romans an der Männerwelt rächt. Der Roman ist in der Ich-Perspektive geschrieben, hat aber zwei Handlungsebenen. Also die erste Ebene ist das Leben von Frau Sartori, ihre Ehe, ihr Alltag. Sie hat auch eine Tochter mit ihrem Ehemann und dann natürlich auch die Zeit ihrer Affäre, die sie da beschreibt. Darin wird immer wieder eingeflochten Rückblicke zu ihrer ersten großen Liebe. Und die zweite Ebene ist ein Autounfall mit Fahrerflucht, der beschrieben wird. Verknüpft werden beide Ebenen gegen Ende des Romans. Noch was zu den Rückblicken. Also die Rückblicke gehen in ihre Jugendzeit zurück, in ihre erste Zeit ihrer ersten großen Liebe. Der Mann hieß, oder Junge, hieß Philipp, kam aus sehr gutem Haus, hat sie dann einfach aus Feigheit oder was auch immer verlassen und standesgemäß geheiratet. Das führte zu einer Leidenszeit für sie. Sie kam dann ins Sanatorium, wo sie ja wieder irgendwie zu aufgepäppelt wurde, sag ich mal. Und aber diesen Philipp hat sie nie vergessen, also auch diese Zeit ihrer großen Liebe. Und sie hat dann auch nicht mehr gewagt zu lieben. Sie hat dann aus Rache ganz schnell einen Mann geheiratet, den Ernst, weil sie vor Philipp heiraten wollte. Also als sie aus dem Sanatorium wieder rauskam, hat sie sehr bald geheiratet. Und zwar einen kleinen bürgerlichen Sparkassenangestellten, der mit seiner Mutter zusammengelebt hat. Die Mutter heißt Irmi. Mit dem Ernst hat sie auch eine Tochter bekommen, die heißt Daniela. Aber man hat das Gefühl, die einzige Person, die für die Ich-Erzählerin etwas bedeutet, wäre die Irmi, die irgendwie die Familie zusammenhält, sehr viel Liebe und Heiterkeit auch ins Haus bringt, weil diese Ehe ist einfach sehr verfahren, sehr trist, es ist alles sehr spießig, sehr, ja, sie hat da keine Freude dran, sie lebt halt so ihr Leben, es ist ja eigentlich alles irgendwie egal und das Einzige, was ein bisschen Halt für sie mit sich bringt in dieser Beziehung, ist die Irmi. Mit über 40 Jahren begegnet die Ich-Erzählerin dann dem Michael, der ist Kulturbeauftragter für diese Stadt und die beiden beginnen eine Affäre. Diese Affäre ist voller Emotionen, die Ich-Erzählerin blüht förmlich auf und will dann auch mit Michael fliehen, ein neues Leben beginnen, ganz von vorne anfangen und ja, das scheitert dann aber auch, weil auch für Michael ist sie vermutlich nicht die große Liebe und nur eine von vielen und er flieht auch nicht mit ihr, sondern verlässt sie. Danach ist sie einfach nur noch ein funktionierender Körper. Sie ist halt noch da, aber ohne Gefühle, sie sieht keinen Sinn mehr, sie existiert einfach nur noch, bis zu einer Tat ganz am Ende des Romans. Diese Mischung von diesen zwei Ebenen vermehrt sich im Laufe des Romans immer mehr. Diese Ebene Autounfall und Fahrerflucht bekommt immer höheren Stellenwert und das führt durch das Unwissen, was der Leser hat, zu einer Spannung und das ist auch die Aufklärung und die Folgen dieser Tat bleiben am Ende des Romans im Dunkeln. Aber das Buch ist wirklich sehr, sehr gut, sehr spannend geschrieben. Man liest es fast in einem durch, weil man auch wissen will, was ist jetzt wirklich passiert. Etwas zu der Hauptperson des Romans, Frau Sartori. Sie definiert sich sehr über ihre Männer, die sie hat, damals über den Philipp, ihre große Liebe, über den Ernst, den sie heiratet und dann auch über ihre Affäre. Man hat das Gefühl, sie alleine hat keinen Bestand, aber zum Schluss befreit sie sich und ist irgendwo die Heldin des Romans. Und es zeigt halt auch in diesem Roman, dass der einfachste Weg nicht der beste ist, also einfach nur Hausfrau und Kinder. Das ist vielleicht ganz bequem und einfach, aber nicht das, was sie gesucht hat irgendwo. Der Roman ist sehr authentisch und nüchtern geschrieben und irgendwie wird auch diese schreckliche Eintönigkeit in der Beziehung beschrieben. Also sie sagt, im Grunde sieht man nur, wie das Couchmuster sich verfärbt, wie der Mann etwas dicker wird, die Tochter etwas größer. Mehr passiert halt nicht. Es gibt dann mal einen Geburtstag oder Weihnachten, mal gibt es Salzstangen statt Erdnüsse. Aber alles ist eine sehr triste Eintönigkeit. Man kommt da nicht raus aus diesem Provinznest und
Sie spielt einfach nur die Ehefrau. Und dadurch verliert sie komplett den Zugang zu ihren Gefühlen, auch durch das Verlassenwerden in ihrer Jugend. Sie gewinnt den Zugang zu den Gefühlen wieder mit ihrer Affäre, wo sie auf einmal wieder spürt, ich bin eine Frau und das sind meine Wünsche und meine Träume. Und als sie dann von diesem Mann auch verlassen wird, zerbricht sie komplett. Und diese Wut und Angst und dieses Zerbrochensein bringen sie am Ende zu dieser Tat, von der sie selber wahrscheinlich niemals gedacht hätte, dass sie dazu fähig wäre. Ja, es ist im Grunde die Geschichte eines Lebens, sprachlich sehr schlicht und klar, aber inhaltlich mit sehr viel Tiefe und von der Autorin sehr gut komponiert. Die Autorin Elke Schmitter ist eigentlich Redakteurin und Literaturkritikerin. Und das war ihr erster Roman auch. Also irgendwie auch ein kühl beobachteter Geschlechterkampf. Der ganze Roman ist sehr lebendig erzählt, trotz dem Fehlen wörtlicher Rede, weil man das Gefühl hat, dass die Frau Sartori sehr ehrlich ist und ja, nicht wertet, sondern einfach berichtet. Jetzt will ich kurz was zu den Vergleichen zu diesem Buch sagen. Also, es drängt sich auf, es mit Madame Bovary zu vergleichen. Ganz klar, da sind sehr viele Parallelen. Auch in den Szenen, die sie beschreibt, wie jetzt eine Szene, wo die beiden sich lieben und plötzlich denken, es kommt jemand und auch ja, das Scheitern der Beziehung in der Feigheit des Geliebten, die Flucht bei Frau Sartori, die Flucht in den Alkohol, bei Madame Bovary, die Flucht ins Geld ausgeben und dergleichen. Und der Unterschied ist aber ganz krass und zwar, das Ende vom Roman ist so, dass sich die Ich-Erzählerin nicht an sich selber rächt oder gegen sich selber vorgeht, sondern sie kommt davon und geht gegen die Männer vor. Das ist anders als bei Madame Bovary, die sich mit Arsen vergiftet, als bei Anna Karenina, die sich vor den Zug wirft, oder Effi Briest, die aus Schmerz stirbt. Also das ist diese romantische Verklärtheit, die all diese Personen irgendwie gemeinsam haben. Vielleicht, weil sie zu viele Romane gelesen haben, lässt man da so durchklingen. Aber sie wünschen sich halt mehr als das Verfärben einer Couchgarnitur, als das einfache, gemütliche Leben in einer Ehe, wo sie nicht mehr geschätzt und wertgeschätzt werden vor allem, sondern sie suchen nach etwas Stärkerem, nach Liebe, nach Bestätigung, nach Zuneigung, nach dem Besonderen, nach Gefühlen. Und hier merkt man halt ganz toll, dass dieses Muster des Verlassenwerdens mit Gewalt durchbrochen wird, aber ganz wütend und proportional zur vorherigen Abhängigkeit, aber dass in diesem Roman die Frau am Ende eine Tat vollbringt und sich nicht in dieser Opferrolle aufgibt. Das Buch wirft auf eine Menge moralischer Fragen auf. Wie ist das? Selbstjustiz zum Schutz oder zur Rache? Elterliche Aufsicht, das ist eine ganz schwierige Beziehung zwischen Daniela und der Ich-Erzählerin. Also sie hat nie einen wirklichen Draht zu ihrer Tochter. Inwieweit wird eine Frau ausgenutzt in der Ehe? Wie wertet man einen Ehebruch? Bis 1969 war der ja sogar noch vor Gericht strafbar. Wie reagiert ein Mann auf einen Ehebruch? Und ja, das Buch ist voller Themen, worüber man diskutieren und sprechen kann. Und das Tolle ist halt hier an diesem Roman, dass so wie er auch endet, völlig schlicht mit dem Satz, der letzte Satz des Romans ist tatsächlich, so war das. Und ja. Das Schöne ist halt eben, dass sie sich nicht umbringt, sondern dass sie versucht, aktiv etwas zu machen. Ob das jetzt gut ist oder schlecht ist, darüber kann man streiten. Jetzt möchte ich gerne auszugsweise etwas aus dem Roman vorlesen. Einmal, wo sie von ihrer ersten großen Liebe erzählt. Uns trug eine Art von Seligkeit. Ich hätte die Luft beschreiben können, durch die wir gingen, aber ich konnte nicht mehr sagen, ob ich ihm erzählt hatte, wie alt ich war oder was mein Vater beruflich machte. Wir brauchten keine Beschäftigung. Und ich weiß nicht mehr, wie die Zeit verging. Ich erinnere mich an das Glück, aber ich weiß nicht mehr, wie es aussah. Nächste Stelle ist, nachdem sie verlassen wurde und im Sanatorium war. Viel später wurde mir klar, dass ich wirklich krank gewesen sein muss, weil man sonst ein Mädchen wie mich nicht für ein paar Monate in ein Sanatorium geschickt hätte. Aber damals dachte ich darüber nicht nach. Ich dachte überhaupt nicht viel. Ich sah, dass der Himmel blau war und ich sah, dass die Gegend schön war. Wenn jemand mich darauf aufmerksam machte, ich sah, dass meine Kleider mir zu weit waren. Ich sah, dass es guten Käse zum Abendbrot gab. Ich wusste, dass meine Eltern mich liebten. Ich sah, wenn ich mich im Spiegel betrachtete, dass ich immer noch schön war. Ein wenig mager und durchscheinend, ein bisschen zu verklärt für ein Mädchen aus der Provinz, aber eben schön. Die Ärzte hatten meine Eltern gebeten, mir etwas mitzugeben, woran ich hing. Und meiner Mutter fiel der Spiegel ein.
mein einziges kleines Erbstück von meiner früh verstorbenen Großmutter. Der Spiegel war nicht viel größer als mein Kopf, und wenn ich vor ihn trat, um mir die Haare zu frisieren, sah ich gerade noch die Grübchen zwischen meinen Schlüsselbeinen. Die Ärzte waren begeistert. Es war eine Übung im Sanatorium, eine Aufgabe nur für mich, mich täglich in diesem Spiegel zu betrachten. Ich sollte sehen, dass ich ein hübsches junges Mädchen war und das Leben noch vor mir hatte. Aber was ich sah und wusste, löste nichts in mir aus. Der blaue Himmel freute mich nicht, die schlotternden Kleider schreckten mich nicht, der Käse schmeckte mir nicht. Dass meine Eltern mich liebten, das war ebenso. Traurig für sie, dachte ich. Aber ich dachte es nur, ich fühlte es nicht. Ich fühlte ja auch nicht mehr mich selbst. Und jetzt die Begegnung, wo sie auf Michael trifft. Er war mir schon vorher aufgefallen. Er war sehr groß und hielt sich gut. Sein Smoking war ein kleines bisschen zu eng, aber er bewegte sich elegant und mir gefiel die Art, wie er rauchte. Er zog nicht gierig an seiner Zigarette, ließ sie aber auch nicht verkümmern. Er schien sich ihr in gewisser Weise zu widmen, während er mit der Frau ihm gegenüber sprach. Ich habe ihm immer die Wahrheit gesagt. Ich machte mir bei Ernst oft nicht die Mühe zu lügen, aber ich machte ihm auch keine Geständnisse, denn alles, was ich sagte, hätte mit einer Lüge beginnen müssen. Es war zwischen uns, wie es war. Daran konnte kein Reden etwas ändern. Und Kompliziertheiten interessierten ihn nicht. Sein Lebensziel war Gemütlichkeit. Darin war er durchsichtig wie ein Glas Wasser. Und er dachte über Menschen überhaupt nur nach, wenn sie seine Gemütlichkeit störten. Er war zufrieden, wenn er einen Grund gefunden hatte, seine Gedanken ad acta zu legen. Wie ein Buddha, bis sich die Angelegenheiten wieder so regelten, wie es ihm am angenehmsten war. Meine Romane nahm er manchmal vom Nachttisch und las halblaut den Klappentext. Und dann fragte er mich mit ehrlichem Erstaunen, was mich denn an dem Ehebruch einer Adligen aus dem letzten Jahrhundert interessierte, die dann auch noch an gebrochenem Herzen starb. Er hatte bekommen, was er wollte, mich. Und das machte ihn nachgiebig und noch geduldiger, als er ohnehin schon war. Er hatte keine Wünsche mehr, aber daran starb er nicht, damit lebte er. Wie ein Hund, dem allmählich die Leber verfettet und der dann mit schönen Träumen entschläft. Er hatte den Brief gelesen. Ich sah ihn ein wenig gebeugt dasitzen. Gebeugt und erstarrt vor sich den Bogen Papier und den geöffneten Briefumschlag. Als er zu mir aufblickte, vollkommen entgeistert, aber auch wie herausgerissen aus jedem Schmerz und aller Enttäuschung, da schoss mir durch den Kopf, das alles als Verrücktheit abzutun. Eine Laune, bloß etwas extravaganter als meine sonstigen. Eine plötzliche nächtliche Spritztour, eine hormonelle Störung, etwas Absurdes, das ich im Morgengrauen bereits erledigt hatte. Er hat nicht viel Fantasie, wahrscheinlich gar keine. Aber auch er wusste, dass es Wahrheiten gab, die nur ein paar Stunden hielten. Dass man in der Nacht zu Dingen fähig war, die man bei Tageslicht nicht nur bereute, sondern einfach nicht mehr verstand. Ich hätte es retten können, aber ich tat es nicht. Es ist vorbei, schrieb ich auf einen Zettel. Doch selbst das löste nichts in mir aus. Ich dachte, es wäre vernünftig, jetzt wenigstens zu weinen. Aber ich war nur so unendlich müde, als hätte ich Wochen nicht geschlafen. Ich hätte mich anders entscheiden können. Ich hätte nur halten müssen, still bleiben, nichts tun, und dieser Moment wäre vorübergegangen. Aber es war der Moment, auf den ich gewartet hatte, seit ich ihn kannte. Es war ein geschenkter Moment, wie Glück. Etwas, was nicht erzwungen und nicht herbeigeführt werden kann. Ein unwahrscheinlicher Zufall. Etwas, was man Schicksal nennt. Wenn es einem richtig erscheint, und mir erschien es ganz richtig, in diesem Bruchteil von Sekunden, da ich ihn da stehen sah und den Wagen schon verlangsamte, schoss mir das alles durch den Kopf. Das und was ich zuvor schon gedacht hatte und die ganzen letzten Wochen und Monate. Man sagt, dass man im Moment des Todes das ganze Leben noch einmal vor sich sieht, wie einen rasend schnell laufenden Film. So ging es mir auch. Und dabei starb nicht ich, sondern er. So war das.